Hallo meine Freunde der Märchenwelt. Heute lese ich euch ein deutsches Märchen vor, ein Märchen der Gebrüder Grimm und es heißt Rumpelstilzchen. Es war einmal ein Müller, der war arm, aber er hatte eine schöne Tochter. Nun traf es sich, dass er mit dem König zu sprechen kam und um sich ein Ansehen zu geben, sagte er zum König: »Ich habe eine Tochter, die kann Stroh zu Gold spinnen.« Der König sprach zum Müller: »Das ist eine Kunst, die mir wohl gefällt, wenn deine Tochter so geschickt ist, wie du sagst. So bring sie morgen in mein Schloss, da will ich sie auf die Probe stellen.« Als nun das Mädchen zum König gebracht ward, führte er es in eine Kammer, die ganz voll Stroh war, gab ihr Rat und Haspel und sprach: »Jetzt mach dich an deine Arbeit, und wenn du diese Nacht durch bis morgen früh dieses Stroh nicht zu Gold versponnen hast, so musst du sterben.« Darauf schloss er die Kammer, und sie blieb allein darin. Da saß nun die arme Müllerstochter und wusste um ihr Leben keinen Rat. Sie verstand natürlich gar nichts davon, wie man Stroh zu Gold spinnen konnte, und ihre Angst wurde immer größer, dass sie endlich zu weinen anfing. Da ging auf einmal die Tür auf, und ein kleines Männchen trat herein und sprach: »Guten Abend, Jungfer Müllerin. Warum weint ihr so sehr?« »Ach«, antwortete das Mädchen, »ich soll Stroh zu Gold spinnen und verstehe das nicht.« Da sprach das Männchen: »Was gibst du mir, wenn ich es für dich spinne?« »Mein Halsband«, sagte das Mädchen. Das Männchen nahm das Halsband, setzte sich vor das Rädchen und schnurr, 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 dreimal gezogen, war die Spule voll. Dann steckte es eine andere Spule auf und schnurr, 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 dreimal gezogen, war auch die zweite Spule voll. Und so ging's weiter bis zum Morgen. Da war alles Stroh versponnen und alle Spulen waren voll von Goldfäden. Bei Sonnenaufgang kam schon der König, und als er das Gold erblickte, staunte er und freute sich. Aber sein Herz wurde nun noch goldgieriger. Er ließ die Müllerstochter in eine andere Kammer voll Stroh bringen, die noch viel größer war, und befahl ihr, das auch in einer Nacht zu spinnen, wenn ihr das Leben lieb wäre. Das Mädchen wusste sich nicht zu helfen und weinte. Da ging abermals die Tür auf und das kleine Männchen kam wieder herein und sprach: »Was gibst du mir, wenn ich dir das Gold wieder zu Stroh spinne?« »Meinen Ring vom Finger«, antwortete das Mädchen. Das Männchen nahm den Ring, fing wieder an zu schnurren mit dem Rade und hatte bis zum Morgen tatsächlich alles Stroh zu glänzendem Gold gesponnen. Der König freute sich über die Maßen bei dem Anblick, war immer noch nicht zufrieden, sondern ließ die Müllerstochter in eine noch größere Kammer voll Stroh bringen und sprach: »Die musst du noch in dieser Nacht verspinnen. Gelingt dir's, dann sollst du meine Frau werden.« »Wenn's auch eine Müllerstochter ist«, dachte er, »eine reichere Frau finde ich in der ganzen Welt nicht.« Als das Mädchen allein war, kam das Männlein zum dritten Mal und sprach wieder: »Was gibst du mir, wenn ich dir noch dieses Mal das Stroh zu Gold spinne?« »Ich hab nichts mehr, das ich dir geben könnt«, antwortete das Mädchen. »So versprich mir, wenn du Königin wirst, dein erstes Kind.«
Wie weiß, wie das noch geht, dachte die Müllers Tochter und wusste sich in der Not nicht anders zu helfen. Sie versprach also dem Männchen, was er verlangte, und das Männlein spann dafür noch einmal das Stroh zu Gold. Und als am Morgen der König kam und alles fand, wie er sich's gewünscht hatte, so hielt er Hochzeit mit der Müllers Tochter. Und die schöne Müllers Tochter wurde tatsächlich Königin. Ein Jahr später brachte sie ein schönes Kind zur Welt und dachte gar nicht mehr an das Männlein. Da plötzlich trat das Männlein in ihre Kammer und sprach: Nun gib mir, was du versprochen hast. Die Königin erschrak sehr und bot dem Männlein alle Reichtümer des Königsreichs an, wenn es ihr das Kind lassen wollte. Aber das Männchen sprach: Nein. Etwas Lebendes ist mir lieber als alle Schätze auf der Welt. Da fing die Königin an, so zu jammern und zu weinen, dass das Männlein doch irgendwie Mitleid mit ihr hatte. Also gut, 3 Tage will ich dir Zeit lassen, sprach das Männlein. Wenn du bis dahin meinen Namen erraten hast, dann kannst du dein Kind behalten. Nun überlegte sich die Königin die ganze Nacht alle Namen, die sie jemals gehört hatte, schickte einen Boten übers Land, der sollte sich erkundigen weit und breit, was es sonst noch für Namen gäbe. Als am anderen Tag das Männchen kam, fing sie an mit Kaspar, Melchior, Balthasar und sagte alle Namen, die sie wusste, nach der Reihe auf. Aber bei jedem sprach das Männlein: Nein, nein, so heiß ich nicht. Den zweiten Tag ließ die Königin in der Nachbarschaft herumfragen, wie die Leute da denn genannt würden, und sagte dem Männlein die ungewöhnlichsten und seltsamsten Namen vor. Heißt du vielleicht Rippenbiest oder Hammelzwade oder Schnürbein? Aber das Männlein antwortete immer: Nein, nein, so heiß ich nicht. Den dritten Tag kam der Bote wieder zurück und erzählte: Neue Namen habe ich in keinen einzigen für sie finden können, aber wie ich an einem hohen Berg um die Waldecke kam, wo Fuchs und Has sich gute Nacht sagen, so sah ich da ein kleines Haus. Und vor dem Haus brannte ein Feuer. Und um das Feuer sprang ein gar zu lächerliches Männlein, hüpfte auf einem Bein und schrie: Heute back ich, morgen brau ich, übermorgen hol ich der Königin ihr Kind. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß. Oh, da könnt ihr denken, wie die Königin froh war, als sie den Namen hörte. Und als bald danach das Männlein hereinkam und fragte: Nun, Frau Königin, wie heiß ich denn? Fragte sie erst: Heißest du vielleicht Kunz? Nein. Heißest du vielleicht Heinz? Nein, nein. Heißt du vielleicht gar Rumpelstilzchen? Das hat dir der Teufel gesagt! Das hat dir der Teufel gesagt! Schrie das Männlein wütend und stieß mit dem rechten Fuß vor Zorn so tief in die Erde, dass es bis an den Leib hinein versank. Dann packte es in seiner Wut den linken Fuß mit beiden Händen und riss sich selbst mitten in zwei. Ja, und dann, glaube ich, hat der Teufel das Männlein geholt. Denn fort war's.